Mein Name ist Daniel. Ich habe durch eine Knochenmarkspende eine zweite Chance erhalten. Diese will ich jetzt auch durch die DKMS nutzen. Mein größter Wunsch ist es, Tätowierer zu werden. Viel zu viele Leute wollen tätowieren, aber vergessen, dass dahinter das Malen und Zeichnen und Kreativsein steckt. Zeig mir mal alles, was du hast. Am Anfang muss ich denen erstmal eine gewisse Disziplin einprügeln. Und die? Die sind tatsächlich auch von mir selber. Mhm. Problem ist aber, sich selber an der Hand zu tätowieren. Das ist scheiße. Es wird ihm keine Freude bereiten, wie pingelig ich sein werde. Und dass er selber seine Zeichnung anschaut und kritisch ist. Diesen kritischen Blick, den muss er entwickeln und selber sagen, das geht besser, das kann ich noch besser. Bisschen Kritik von Rico musste ich natürlich schon einstecken. Das Scheitern ist mit einberechnet. Ne? Man muss scheitern, um zu lernen. Egal, was ich mir vorher ausgemalt habe, so, er hat alle Erwartungen übertroffen. Es war super, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der dort ist, wo man eigentlich gerne sein möchte. Er war super, super aufgeregt, aber er hat es cool gemacht. Er hat es richtig cool gemacht. Und seine Zeichnung, muss ich sagen, geil. Guten Morgen. Ja, Montag, sehr, sehr, sehr früh. Ich glaube, so 5.20 Uhr ist es. Ich sehe sogar schon Pflanzen. Doppelt gut. Grüß dich. Hallöchen. Hi, ja. Hast du hier hingefunden? Was mich dazu bewegt hat, dich hier mitzumachen, einmal, dass ich gerne junge Leute pushe. Reinigen. Ja. Unser Ausbildungsplan in den nächsten 6 Wochen mit ihm überhaupt die verschiedenen Arten der Tattoo-Stile beizubringen, weil davon hat er gar keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Das hier ist einfach komplett überladen. Du hast einfach alles reingepackt. Schlange, Blumen, Totenschädel, Messer, Weizen. Du hast einfach keinen richtigen Fokus gesetzt. Ne? Es ist einfach überall passiert dasselbe. Es ist immer wichtig, Kritik einzuholen, um vielleicht auch Fehler zu sehen, die man so selber nicht sieht. Dann wird er ein bisschen Nadelkunde erhalten, weil er hat noch keine Ahnung, welche Nadeln man da verwendet. Danach wird er verschiedene Designs erstellen, wo er die verschiedenen Regeln der Tattoo-Kunst beachten muss. Seitdem Sabrina und ich wieder Kontakt haben, ist das immer noch ein Wunsch von uns beiden, ein Tattoo für sie zu kreieren und das dann auch im besten Fall durch meine Hand zu stechen. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass er ein Custom-Design erstellt für die Sabrina, seine alte Pflegerin. Ob er es schafft, das auf die Haut zu bringen, ich werde ihn triezen. Talent an sich macht keinen guten Tätowierer, es macht nur der Fleiß, dass du wirklich an dir arbeitest. Und gerade wenn du schon einen Job hast, ist es, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, ich lasse den Job einfach fallen. Wenn irgendein Azubi was auf einem Menschen macht, bin ich immer das Backup.